Hallo ihr Lieben, heute machen wir Gurkensalat mit Honigsenfdressing, die Light-Variante ohne Sahne, Schmand oder Joghurt. Wir brauchen eine Gurke, ca. 400 Gramm, 5 Gramm frischen Dill, 2 Esslöffel Sonnenblumenkerne und 1 Esslöffel mittelscharfer Senf. Dann brauchen wir 1 Teelöffel Salz und 1 Esslöffel Essig deiner Wahl, ich habe normalen genommen, 2 Esslöffel Honig, 1 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Esslöffel Rapsöl. Die Gurke habe ich in sehr feine Scheiben geschnitten und füge nun das Salz hinzu und rühre alles gut um. Das Salz entzieht der Gurke das Wasser. Wenn dir das Video gefällt, freuen wir uns über ein Abo. Den Dill habe ich klein gehackt und die Sonnenblumenkerne angeröstet in einer Pfanne ohne Fett. Nun machen wir das Dressing, indem wir den Essig zum Dill geben, danach das Öl, Salz, Pfeffer, Honig und Senf. Die Zutaten und weitere Infos stehen in der Infobox. Nachdem die Gurken ca. 30 Minuten gezogen haben, gieße ich das Gurkenwasser ab. Ich fange es in einem Glas auf, verdünne es etwas mit Wasser und trinke es später. Nun kommt das Dressing hinzu und es wird verrührt. Anschließend gebe ich die Sonnenblumenkerne darüber. Falls es bis zum Servieren länger dauert, gieß davor wieder das Gurkenwasser ab. Für weitere leckere Rezepte von uns, schaut gerne in unserer Playlist vorbei. Diese verlinken wir euch jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo. Bis zum nächsten Video.